noch mal wissen, wer ist denn hier für Olaf Liebig? Das ist ein wunderbares Zeichen. Oh ja, meine liebe Kathi, das ist tatsächlich, denn wir haben auf unserer Demo für Schulen, Kindergärten, gegen Bebauung von Grünflächen und natürlich alles, was gut ist für uns, Kinder und die Umwelt. Und jetzt werden einige unserer Mitstreiter von der Demo eben nochmal nach ihrer Meinung gefragt. Was ist Trinkstand im ÖPNV, Vivian? Dass man die Leute nicht ohrt, sondern einfach entscheidet, was sie wollen, die Regierung. Ja, das stimmt. Sie bauen alles voll, oder, Herr Reiter? Es funktioniert nicht anders. Wir wollen die Münchner nicht mehr länger und deswegen stehen wir heute alle hier. Sowas will ich wirklich nicht haben, Herr Reiter. Ich sehe kein einziges Tier und sehr wenig Grün. Sie hätten schon mehr Grün hinmachen können. Also, wie viele wollen Sie davon bauen, ne? Also, welche drei großen Bauprojekte haben wir hier? Ich möchte es hören. Kirschgelände! Kirschgelände! 1200 Wohnungen! Firmerei! 240 Wohnungen! Nur Angebot habe ich. Diamant, 780 Wohnungen. Und diese haben sie alles bei uns gebaut. Und ratet mal, wie viel Infrastruktur sie dazu gebaut haben? Null. Nichts haben sie gebaut. Genau. Und entsprechend haben wir jetzt einen Haufen Beton, wenig Straßen und viel Durchgangsverkehr. Und die ÖDP hat gesagt, 2018 und 2020, das geht nicht so weiter. Wir müssen da jetzt was tun. Wir brauchen mehr außer Beton. Wir wollen eine Zukunft, wir wollen ein Grün, wir wollen ein Schwimmbad. Schwimmbad haben sie auch drum gehabt. Und das glaubst du nicht, unser Allacher Schwimmbad haben sie wirklich drum gehabt. Also will ich zukünftig auf keinen Fall leben, wirklich niemals. Denn ganz ehrlich, das ist einfach eine reine Betonmüllhalde. Anders kann man es ja wirklich nicht sagen. Und wollen Sie denn hier leben? Wenn jetzt ein normaler Bürger hier hinkommt und sich eine Wohnung angucken würde, diese Wohnung, bitte niemals nehmen diese Wohnung. Niemals! Während es bundesweit an bezahlbaren Wohnungen mangelt, stehen sie hier reihenweise leer. Und das gilt leider auch für München. Die Stadt München fördert nämlich Neubauten viel, viel mehr als Sanierungen. Tatsächlich wird nur neu gebaut. Und das aktuell in folgenden Großprojekten: in Freiham, in Freimann und auch im gesamten Nordosten, wo eine gesamte Suburb entsteht, die komplett neu wird. Wer weiß, wohin die wächst. Die Paketposthalle und auch die Messestadt Riems sind altbekannt. Leider nicht alles, denn jeder große Bobbel auf dieser Karte signalisiert ein großes Bauprojekt. Anschneiden, 1,7 Millionen Wohnungen. 1,7 Millionen Wohnungen, die bei uns in der Bundesrepublik leer sind und wir bebauen unsere Felder. Was halten wir davon? Kommt, jetzt lasst es raus!1300 Wohnungen stehen in der Studentenstadt leer und das in Zeiten massiver Wohnungsknappheit. Doch es kommt noch schlimmer. Zum 1. September soll das vierte Wohnheim mit insgesamt 62 Wohnplätzen komplett leergeräumt werden. Erstmal weiß ich, ob die Leerräume brauchen. Ja, es, laut Branddirektion, der Abteilung für Vorbeugung und Brandschutz, die begehen das regelmäßig, sagen, es gibt keine Gefahr für Leib und Leben. Ich will wissen, warum 1500 Wohnungen leer stehen. Das ist eine Katastrophe auf gut Deutsch. Und eine Katastrophe ist auch der Verkehr in Allach, da es ja so gut wie keinen öffentlichen Nahverkehr gibt, der dem Wachstum standhält. In der Ebersbusstraße wird es statt 13.000 Autos in Zukunft 17.000 haben und 1.300 LKWs. In der Allacher Straße wird sich das auf 7.700 PKWs und 800 LKWs verdoppeln. Und umliegend, sowohl die Unterführung als auch die Franz-Nissl-Straße werden im Verkehr ersticken, denn da wird es gar nicht mehr weitergehen. Und man fragt sich, wohin das führen soll, denn es gibt ja noch viel mehr Bauvorhaben und die A99.
Dort fahren 320.000 Autos täglich. Unsere Stadtregierung hat errechnet, dass sich daraus auf einer Baustelle nur 3.000 Autos Schleichverkehr täglich ergeben. Das glaubt ihr doch nicht ernsthaft, oder? Wir haben tatsächlich von heute auf immer für Straßenverkehr über Stadtverkehr und Ampel 13.000 Autos. Jetzt kommt man ja nicht mehr mit. Und der Gesetzgeberschutz, die Stadt Lugano und der Stadt München, die rechnen die neue Jammerei mit insgesamt pro Haushalt 0,6 Stellen. Ist ja klar, dass sie sparen müssen, aber warum immer an uns? Warum? Naja, sie bauen halt lieber und geben das Geld den Baufirmen, anstatt dass sie etwas machen, was uns hilft. Und außerdem, glaube ich, haben sie nicht mehr so viel Geld. Oh, kann es zufällig sein, dass sie pleite sind? Das kann nicht nur sein, das ist so. Sie geben gerade das ganze Geld aus, bis nichts mehr da ist. Jetzt kommt ja unser Kernthema. Wer weiß eigentlich nur, was unser Kernthema war? Weil es lag ja so beschirrt hier im Stadtviertel, dass man jetzt eigentlich sagen muss, was ist unser Kernthema? Achtung! Grünflächen! Grünflächen! Vom Münchner Stadtbund ist denn jetzt eigentlich Grünfläche, also entweder Park oder Grünfläche. Die machen wir wieder kaputt. Und der Protest. Also das ist jetzt der Und welche Auswirkungen hat das für uns? Dass es sehr, sehr heiß wird, das sieht man hier in der Stadtklimakarte von München. Die läuft im Sommer bereits auf 37 Grad hoch im Stadtzentrum. Werden auf der Karte eigentlich auch Grünflächen gezeigt? Indirekt, denn da, wo es grün ist, ist es kühl und wo es heiß ist, ist im Normalfall Beton.